besonders wichtig die Fragen des Verbrauchers und des Datenschutzes. Da gibt es noch einigen Reformbedarf. Sie sind eben nur ganz kurz darauf eingegangen, aber wir sehen da natürlich, dass da noch einiges zu tun ist. Grundsätzlich stellen wir fest, dass die Änderungsrichtlinien der EU in die richtige Richtung zeigen. Better Regulation, also bessere Regulierung und natürlich Citizen Rights, Rechte der Bürger, sind die Zielmarken, an denen wir uns natürlich auch orientieren und die von großer Bedeutung sind. Es ist nur schade, dass die Bundesregierung natürlich nicht von selbst vorangeschritten ist und erst gewartet hat, bis Brüssel eine Vorlage gemacht hat. Und die muss ja jetzt bis Mai 2011 vorliegen. Und da ist es traurig, dass eben auch nur Minimalanforderungen der EU-Vorlage wiedergespiegelt werden in dem jetzigen Entwurf, den wir ja offiziell noch gar nicht haben, sondern der eben nur so kursiert. Ja, und den Breitbandausbau haben Sie natürlich auch schon angesprochen. Da war uns natürlich die Streichung von 9a wichtig. Allerdings geht das vor allem auf das EuGH-Urteil zurück und leider weniger auf die Einsicht der Bundesregierung, die damit ja das Lex Telekom schaffen wollte. Dennoch haben wir in der TK-Branche immer noch keinen ausreichenden Wettbewerb und deshalb ist es auch grundsätzlich richtig, dass die Bundesnetzagentur stärkere Kompetenzen hat. Sie haben die Ziele der digitalen Agenda auch schon angesprochen. Denke ich, gibt es auch einiges an Potenzial, was noch getan werden kann. Die digitale Agenda hat da ja weitere Ziele als das, was die Bundesregierung im Moment anstrebt. Und wir halten es schon für notwendig, wenn der Markt versagt, ob man nicht dann doch über eine Universaldienstverpflichtung nochmal nachdenken muss und darüber diskutieren muss. Na, was sind also für uns die wichtigsten Dinge? Das ist das Thema Stärkung des Wettbewerbs, ganz klar. Und hier können wir dann auch gerne über die verschiedenen Themen diskutieren. Und du musst mich vorausschicken, ich bin kein Jurist. Also mit mir können Sie sozusagen jetzt nicht über das Komma oder über den Absatz in dem Gesetz diskutieren, sondern ich bin eigentlich mehr dafür, dass man wirklich praktikable Lösungen auch findet. Also das Kooperationsmodell, was schon angesprochen worden ist. Ja, wie sieht es denn wirklich aus? Wir haben ja in der Energiewirtschaft das gleiche Problem. Da werden Probleme an uns herangetragen, die zu lösen sind. Dann bitten wir doch, die Wirtschaft bringt mal ein Modell, damit wir das diskutieren können, damit man das bewerten kann und um das dann vielleicht umzusetzen. Aber wir warten in manchen Bereichen bis heute noch. Ich nehme mal jetzt im Bereich der Energiewirtschaft ist das Thema so. Also das Thema Wettbewerbsstärkung ist natürlich im Vordergrund. Dann steht für uns natürlich im Vordergrund, mithilfe des verstärkten Wettbewerbs die Ziele des Breitbandausbaus zu schaffen. Und da ist ja doch jetzt erstaunlicherweise, zumindest wenn man die Meetings überall in der Branche mitverfolgt, ja Bewegung im Markt. Über die Versteigerung der Frequenzen haben sich ja völlig neue Möglichkeiten ergeben. Allerdings habe ich manchmal so den Eindruck, bei einer Diskussion geht es zwei Schritte vor und dann geht man zu einer anderen Diskussionsrunde, da wird das schon wieder etwas relativiert und man geht wieder einen halben Schritt zurück. Also auch hier muss man wirklich mal darüber diskutieren, wie man jetzt die weißen Flecken erstmal in Deutschland beseitigen kann. Hier kommen wir ja dann letztendlich auch wieder zu dem Thema Kooperation, regionale Märkte, das sind alles abstrakte Begriffe. Ist das nur vorteilhaft, ist das negativ für die Region? Und man muss ja immer die Nutzer im Hinterkopf haben. Wird immer vorgeworfen, ich komme aus der Stadt, ja, ich bin also da privilegiert, dass das platte Land vernachlässigt wird. Ich lasse dann mein Eingangsstatement auch mal weg, weil ich kann mich in jedem Fall der Vizepräsidentin in vielen Richtungen anschließen. Aber chancengleicher Wettbewerb hat ja Herr Bender vorhin auch schon mal angesprochen, indem er davon gesprochen hat, dass es zwei Marktteilnehmer gegeben hat, die vor rund 15, 16, 17 Jahren angefangen haben, im damaligen D-Netz, GSM-Netz, an den Markt zu gehen, und dann gab es später zwei weitere Marktteilnehmer, und es braucht nicht einen liberalen Betrachtungswinkel zu haben, wenn man feststellt, dass sich dieser Marktteilnehmer vom Volumen her im Markt relativ ähnlich und gleichgehalten haben. Das spricht eben nicht dafür, dass es uns gelungen ist, einen breiten Wettbewerb herzustellen, und es gibt verschiedene Ursachen dafür. Eines der Ursachen, die ich mitnehme, ist natürlich auch dessen, dass wir den Marktzutritt
reguliert haben und dass wir selbstverständlich auch der damaligen Regulierungsbehörde nicht die Chancen gegeben haben, Marktbeherrschung vielleicht angemessener an ein oder anderen Stelle frühzeitig zu bewegen. Das ist jetzt durch Europa, da sehe ich allerdings anders als die Kollegin Tabea Rösner eher das Positive an Europa. Das ist jetzt vielleicht eher aus europäischer Richtung gegeben. Ja, wir wollen diesen Wettbewerb haben und wir wollen natürlich genauso auch Infrastrukturverpflichtungsmaßnahmen haben, aber man muss nicht alles gleich behandeln. Wenn wir unsere Breitbandstrategie, die wir in der Bundesregierung ja auch in einem Koalitionsvertrag vereinbart haben, dann bedeutet das ein Mindeststandard, die ein Megabit in den weißen Flecken, ja, aber es bedeutet nicht, dass wir überall die gleiche Bandbreite zum gleichen Preis haben, auch da anbieten, wo es sich beispielsweise nicht lohnt. Ich denke mal, was ist die zentrale Herausforderung? Die zentrale Herausforderung ist, wie bekommen wir möglichst viele Investitionen in Deutschland hin, damit wir eine möglichst gute Breitbandversorgung haben. Das ist die zentrale Herausforderung und da reden wir nicht über Peanuts, sondern da reden wir bei Glasfaserausbau über mindestens zweistellige Milliardenbeträge. Und da hat Frau Hensler-Unger sehr recht darauf hingewiesen, dass das nicht von einem Unternehmen alleine geschafft werden kann, sondern maximal 50% von einem Unternehmen. Und diese 50% spiegeln sich ja durchaus relativ gut auch in den Schaubildern wieder, wenn man Marktanteile und bisherige Investitionen nimmt. Das hat sich ja jetzt relativ auf diesem Level auch eingependelt. Das heißt, die zentrale Frage ist, wie bekommen wir unterm Strich möglichst viele Unternehmen zu möglichst vielen Investitionen? Ich kenne aber einige Ecken, auch in Sachsen, wo ich herkomme, wo ich gespannt bin, ob man dort wirklich eine Abdeckung, eine Breitbandversorgung hinkriegt. Das wird dann sehr spannend sein. Und da steht dann eben die Frage, braucht man zusätzliche Anreize? Braucht man weniger Regulierung? Das ist die Frage, die eigentlich wir uns auch immer wieder stellen. Ich bin natürlich mit dem Kollegen von der Union völlig überein, dass wir jetzt keine Superregulierungsbehörde schaffen wollen und erst recht keine, die sich aufgrund eines Gesetzes dann quasi immer selbst die Arbeitsbeschäftigungsprogramme holt und dann quasi aufpumpt und aufpumpt. Ich wollte nur an einem Punkt ordnungspolitisch noch mal präziser sein, nämlich in Bezug darauf, dass eine Regulierungsbehörde quasi Planwirtschaft ist. Es gibt nur ganz wenige Eingriffe, staatliche Eingriffe, die wirklich im urliberalen Sinne sind. Und das sind kartellrechtliche Eingriffe, die nämlich Marktwirtschaft und freie Marktwirtschaft erst herstellen. Und die Regulierungsbehörde ist von ihrer Uridee her eine Kartellbehörde, die nämlich Marktversagen, nämlich Absprachen im Markt, wie sie auch immer entstanden sind, Oligopole, Monopole, entsprechend deregulieren, damit wieder durch den Wettbewerb die Wirtschaft hergestellt werden. Abseits davon, da muss man doch auch noch viel Überzeugungsarbeit leisten, dass man auch sagen kann, also sagen, ein Kabelanschluss oder ein Mobilfunkanschluss mit einer entsprechenden Leistung ist eigentlich gleichgestellt. Ich habe in vielen Teilen bei uns immer die Diskussion, die Leute denken dann, das sind zweitrangig. Was natürlich gar nicht stimmt, auch durch die neuen Technologien, die es gibt. Also auch hier muss man gemeinsam die Betreiber, die Mobilfunkbetreiber, müssen wir gemeinsam sozusagen Marktbearbeitung auch sehen, dass die Leute sich nicht zweitrangig bedient fühlen, wenn sie eine Mobilfunklösung kriegen. Ich stimme Herrn Lemme erstmal zu, dass die Erwartungshaltung vor Ort in der Regel darauf ausgerichtet ist, möglichst schnell hohe Bandbreiten am besten mit Glasfaser zu bekommen. Aber alle Bedürfnisse werden Sie nicht sofort befriedigen können. Sie müssen aber ein Grundbedürfnis befriedigen. Und zweitens ist natürlich der Ausbau des mobilen Breitbandes auch notwendig, um einfach das Bedürfnis der Menschen, das ja wachsen wird nach eben mobiler Anwendung, auch auf Dauer zu gerechtfertigen. Selbst wenn wir am Ende überall Glasfaser hätten, brauchen wir natürlich auch mobile Bandbreiten. Das ist ja gar keine Frage. Und dann ist eben technisch natürlich schon eine entscheidende Frage, bis wohin auch die Glasfaser zugeliefert werden kann, damit die Mobilfunkunternehmen natürlich möglichst hohe Bandbreiten auch an ihre Kunden liefern können. Mit der neuen LTE-Technik schaffen sie ja theoretisch 70 Mbit. Nur, das ist ein Shared Medium. Es kommt ganz darauf an, wie viele Leute haben sie in die Zelle. Es kommt darauf an, wie die Zuleitungen sind, welche Bandbreiten sie auch tatsächlich dann vor Ort verwirklichen können. Also soweit ich das weiß von diesem neuen Entwurf, scheint es da ja Verbesserungen zu geben, was die gemeinsame Nutzung von Gebäuden, Grundstücken etc. betrifft. Und das ist natürlich zu begrüßen. Denn ein Wettbewerb kann nur stattfinden, wenn chancengleicher Zugang zu den Frequenzen gewährt ist. Also insofern hoffen wir natürlich auch, dass das eine Verbesserung für den Wettbewerb bedeutet. Die Frage,
Was ist, wenn ich Frequenzen zugeteilt bekommen habe, beispielsweise, die ich nicht nutze? Wie geht es dann weiter? Also Sanktionsmöglichkeiten beispielsweise, gibt es da Veränderungen oder nicht? Entzug oder Bußgelder, darüber, denke ich, muss man dann auch diskutieren. Man muss ja sagen, dass die meisten Dinge, die jetzt da im Bereich Verbraucherschutz gemacht werden, ja Vorgaben sind, die die EU gemacht hat. Ausnahme ist da an der Stelle die Warteschleife. Im Prinzip, denke ich, ist es auch richtig, was da umgesetzt wird, auch in Richtung eben hauptsächlich Anbieterwechsel. Dazu gehört eben auch die Übernahmemöglichkeit jetzt der Rufnummer, weil das ja auch viele abgeschreckt hat, den Anbieter zu wechseln, weil sie dann eine neue Nummer bekommen mussten. Das gehört also alles in diesen Komplex, im Grunde genommen Erleichterung des Anbieterwechsels, damit auch Stärkung des Wettbewerbs, vor allem aber ein Abstellen von Ärgernissen, die es für die Verbraucherinnen und Verbraucher gegeben hat. Wir haben ja, Frau Hensler-Unger, letztens auch darüber ausführlich in der Bundesnetzagentur im Beirat gesprochen. Wir hatten dort als SPD auch Fragen eingebracht und einen sehr guten, ausführlichen Bericht der Bundesnetzagentur erhalten. Vielen Dank nochmal dafür, wo auch sehr viele konkrete Punkte drin standen, was man ändern könnte. Wir werden natürlich auch jetzt sehr genau gucken, ob die Bundesregierung das im Einzelnen alles umgesetzt hat oder wo man vielleicht auch noch mal präziser rangehen kann. Bei der Warteschleifenproblematik vielleicht noch ein bisschen als Hintergrund. Wir haben uns darüber ja auch in der vergangenen Periode sehr intensiv in der Großen Koalition unterhalten, bei der damals letzten Verbraucherschutznovellierung des TKG. Wir haben das sehr ausführlich geprüft. Es gibt halt da auch ein paar technische Schwierigkeiten. Das muss man sagen, weil man unterscheiden muss zwischen Online- und Offline-Billing. Es gibt noch mal einen Unterschied zwischen Festnetz und Mobil an dieser Stelle. Wir haben aber gesagt, es muss sich ändern. Damals sind wir aber so verblieben, dass wir auf eine Branchenlösung gesetzt haben. Wir haben gesagt, okay, wir sehen, es hat auch gewisse Nachteile, weil da auch gewisse Kosten mit verbunden sind, die ja auf den Verbraucher auch wieder umgelegt werden. Und wir haben natürlich heute auch ein Problem nicht gelöst. Wenn Sie ein Prepaid-Handy haben, dann erreichen Sie nach der heutigen Gesetzesformulierung eben dann diesen Dienst gar nicht mehr, weil das eben technisch so nicht abzurechnen ist. Und deshalb gibt es da natürlich keine Ideallösung. Man wird jetzt noch mal genau darauf achten müssen, ob man da noch mal ein bisschen nachjustieren kann oder sollte. Aber klar ist, diese Warteschleifenproblematik muss geändert werden. Und ich glaube auch, dass das gerechtfertigt ist. Ich glaube, die Branche hat es ein Stück weit verpasst, da selber rechtzeitiger auch Vorschläge zu machen, wo man vielleicht auf das ganz harte Schwert hätte verzichten können. Vielleicht hat man da auch die Diskussion in der vergangenen Periode nicht ernst genug genommen. Aber gut, jetzt muss man möglicherweise am Ende mit diesem Ergebnis leben. Aber wichtig ist, dass das Ärgernis beendet wird. Rufnummern mit, also Portierung, erst war es ja früher Festnetz, jetzt auch im Mobilfunk, halte ich für einen ordentlichen Weg. Und das führt ja auch oder soll ja auch zu Wettbewerb führen. Und an dem Thema Netzneutralität, das ist ja auch Gegenstand unserer Internet-Enquete-Kommission. Da haben wir jetzt gerade die erste Anhörung dazu gehabt, arbeiten auch in der Projektgruppe an dem Thema. Ich finde erstmal der Grundsatz, dass man das aufgreift, auch in dieser TKG-Novelle richtig. Und dass man sich, ich glaube, jetzt ein Stück weit auch an dieses Thema herantastet. Wir haben ja gerade vor der Sitzung auch noch mal über dieses Thema gesprochen, weil wir da ja alle ein bisschen Suchende sind. Wie entwickelt sich eigentlich der Markt an dieser Stelle weiter? Welche technischen Voraussetzungen muss man berücksichtigen? Aber in jedem Fall, glaube ich, brauchen wir auch gesetzliche Regelungen, die der Bundesnetzagentur ermöglichen, wenn es ein Problem gibt, auch einzugreifen. An dieser Stelle sicher auch mit einem gewissen Ermessensspielraum. Und da müssen wir noch mal im Gesetzgebungsverfahren gucken, ob wir da nachjustieren, indem wir einige Prinzipien da auch noch zusätzlich reinstellen, denn das eine ist immer der Ermessensspielraum, aber ich glaube, der Markt muss sich auch an Prinzipien orientieren. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Diskussionsbedarf, dass wir da noch ein Stück nachjustieren.